Hallo, heute möchte ich mich mal mit dem Thema Kunstfaserkleidung auseinandersetzen. Für mich persönlich sind es einfach Plastikklamotten, denn ich kann es überhaupt nicht leiden. Direkt auf der Haut schon gleich gar nicht. Also Unterwäsche aus Plastik, finde ich, fühlt sich grausig an. Und auch Plastik im Pullover bringt mich eher zum Ersticken, als dass ich darin mich wohlfühlen würde. Ich bin kein Extremsportler, also finde ich auch sogenannte Funktionswäsche nicht sehr angenehm. Für den Sport, den ich betreibe, trage ich nach wie vor einfach Baumwollkleidung. Sollte ich wirklich fürchterlich schwitzen, dann habe ich halt ein zweites T-Shirt dabei und wechsle es. Die Kleidungsindustrie ist ein Megageschäft. Da werden allein schon in der Herstellung Millionen Tonnen Material über den ganzen Globus hin und her transportiert. Plastik wird aus Erdöl gewonnen. Und Erdölgewinnung ist, wie ihr bestimmt alle wisst, ein sehr schmutziges Geschäft. Ob jetzt am Land gebohrt wird oder viel schlimmer noch im Wasser, wo nicht selten Unfälle passieren, von denen wir auch nicht erfahren, und tonnenweise Erdöl ins Wasser gelangt, ist im Grunde egal, dieses Geschäft darf man eigentlich nicht weiter unterstützen. Dieses gewonnene Rohöl muss dann erstmal mit Lastwagen oder eben mit Schiffen, die auch nicht selten verunfallen, in Fabriken transportiert werden, wo mit viel Chemieeinsatz dann die verschiedenen Produkte hergestellt werden. Benzin, wie wir alle wissen, oder eben verschiedene Plastikstoffe. Manche Kleidungsstücke sind auch aus recyceltem Plastik hergestellt, wie zum Beispiel so mancher Fleece-Pullover. Die waren dann mal Plastikflaschen. Ganz schick. Aber letztendlich wurde die Plastikflasche auch mal produziert und um aus der Plastikflasche dann eben einen Fließstoff zu produzieren, wird auch wieder Chemie und fürchterlich viel Wasser verwendet. Ich möchte allein schon, weil ich es nicht tragen mag, wie schon gesagt, diesen Kreislauf einfach nicht mehr weiter unterstützen. Zu guter Letzt muss ja das Kleidungsstück auch irgendwann mal wieder entsorgt werden. Und das ist sicher mit einem Naturstoff einfacher oder eben unproblematischer für unsere Umwelt als eben mit einem chemiebelasteten Plastikstoff. Ich persönlich trage also nur Baumwolle hauptsächlich und kaufe sehr selten Kleidung ein, dann aber auch sehr gerne Secondhand. Dann ist es schon mal getragen worden, ist schon ein paar Jahre alt, ist auch schon ein paar Mal gewaschen worden, denn man weiß nie, was wirklich so drinnen ist, außer bei ausgezeichneter Bioware. Es können auch die Farben nicht so klasse sein für die Haut, also man sollte Kleidung immer mindestens einmal waschen, bevor man sie trägt direkt nach dem Kauf. Naja, und dann behandle ich die Kleidung gut und vorsichtig, sodass ich sie viele, viele, viele Jahre habe. Ich denke, dass ich so eigentlich in Bezug auf Kleidung meinen Umweltbeitrag leisten kann. Hier habe ich zwischenzeitlich noch einen tollen Artikel gefunden von einer Firma Lenzing. Ich schreibe es in die Videobeschreibung. Die aus Holzfasern alle möglichen Kleidungsstücke machen, auch Sportbekleidung, sogar feuerfeste Feuerwehrbekleidung, sowohl ganz zarte Stoffe als auch jeansartige Stoffe. Und die bemühen sich sehr, den Rohstoffkreislauf ökologisch richtig zu halten, wenig Wasser zu verbrauchen.
Da kann ich nur empfehlen, sich da mal schlau zu machen. Nun hoffe ich, ich konnte euch mit meinem Beitrag zu Kunststoffkleidung ein wenig zum Denken anregen und ihr schaut euch nochmal um in eurem Kleiderschrank oder viel besser noch, wählt sorgfältig beim nächsten Kleidungskauf aus. Insofern freue ich mich, wenn es euch gefallen hat, ihr mir ein Like schenkt, mich abonniert, die Glocke betätigt, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.